Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Imperium Romanum. So, wir möchten dieser Widerstandsorganisation beitreten und dafür sollen wir auf das Amulett schwören und irgendeine Aufgabe lösen. Wir versuchen mal herauszufinden, welche Aufgabe das ist. Und dafür gehen wir nochmal schnell zurück in die Kneipe. Und haben Sie schon gehört? So, und dann sollen wir denen da hinten sagen, dass wir den Kioskverkäufer kennen. Hallo Leute! Ah, unser junger Freund. Simplex Obscurus hat mir gesagt, ich soll mich bei euch melden. So, was sollst du denn hier? Ich möchte gern Mitglied bei euch werden. Hört, hört. Na, so einfach ist das aber nicht. Aber wenn Simplex dir vertraut, wollen wir dir mal eine Chance geben. Du musst eine Aufnahmeprüfung bestehen. Besorg dir Farbe und... schreibe unseren Wahlspruch. Auf die Wand gegenüber der Prätorianerwache. Dann kannst du Mitglied werden. Na super. Sagt ihr noch irgendwas anderes zum Wirt? Intoxicatus meinte, ihr gehört einer Organisation an, die für ein freies Rom kämpft. Ja gut. Psst, nicht so laut. So, so. Der Knabe meint also Bescheid zu wissen. Weißt du, was das hier ist? Klar doch. Das habe ich als Poster in meinem Zimmer hängen. Na fein. Vielleicht wird noch was aus dem Jungen. Das ist das heilige Amulett unserer Organisation. Hm. Tja, dann noch viel Spaß beim Diskutieren. Also wir brauchen Farbe. Keine Ahnung, wo wir Farbe herkriegen. Aber wir wollten noch mal zum Schuhverkäufer, nicht Schuhverkäufer, sondern Schuhputzer. Ist nach Lutetia gefahren, um die neue Mode. So, hi, wir haben mittlerweile Geld. Ich hoffe sogar viel Geld. Ave, ich möchte meine Schuhe putzen lassen. Diese Schuhe soll ich putzen? Hast du denn überhaupt Geld? Jo. Haben Sie nicht ein starkes Mittelchen? Ich suche etwas, das jemanden eine Weile fügsam macht. Kein Problem. Wie wäre es mit diesem Schlagstock? Von führenden Polizisten empfohlen. Frag mal Centurio Corruptus. Nein, nein. Etwas diskreter sollte es schon sein. Da hätte ich noch diese Pillen. Sie sind das schärfste und abgedrehteste, was es zurzeit in Rom gibt. Genau so etwas suche ich. Die gibt es natürlich nicht umsonst. Kein Problem. Na, da geht doch im Imperium die Sonne auf. Hier sind die Pillen hier. Eine in Wasser auflösen und das Opfer macht alles, was du willst. Okay, das klingt eher nach dem, was wir dem Professor geben sollten. Ich brauche noch mehr Informationen. Sicher? Wenn du meinem Gedächtnis noch auf die Sprünge helfen kannst? Eine gute Information ist doch gutes Geld wert. Ich sehe, du erkennst die Notwendigkeiten des Lebens. Was willst du denn wissen? Ah, viele Dinge. Was wissen Sie über Stultus Ignorantus Senior? Der Museumsdirektor ist nicht sonderlich glücklich verheiratet. Aus diesem Grund sucht er ständig nach Ausgleich. Ja gut, der Ausgleich heißt Lydia, das wissen wir schon. Wissen Sie irgendetwas über Misera Corpulentus, die Archäologin? Misera Corpulentus hat reges Interesse an ihrem Chef. Hat sie nicht außerdem unerlaubt einen Kongress in Rom besucht? Das wissen wir auch schon beides. Was von den Gerüchten über den Widerstand ist eigentlich wahr?
Der Untergrund trifft sich angeblich in einer Taverne hier in der Nähe. Das wissen wir auch schon. Was gibt es über unsere Prätorianerwache zu sagen? Centurio Corruptus ist nicht der Klügste, aber er nimmt seine Aufgabe sehr ernst und geht allen Hinweisen sofort nach. Na gut, wenn wir Farbe haben, müssen wir ihn ja irgendwo von seinem Posten wegkriegen. Und wir können ja das Telefon benutzen. Allerdings weiß ich die Notrufnummer noch nicht, aber vielleicht, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich 9-11 sein. Aber das versuchen wir, wenn wir Farbe haben. Salve! Salve! Wenn du mal wieder Geld loswerden willst, komm ruhig wieder. Ja, ich glaube, die blaue Pille hatten wir, glaube ich, in der Bar bekommen und die grüne haben wir jetzt, glaube ich, von ihm bekommen, ne? Glaube ich mal. Dann gehen wir nochmal zurück zum Professor und mischen ihm mal was in den Trink. Vielleicht hat er ja Farbe in seiner Abstellkammer. Aber wir werden sehen. Was macht unser Chef ständig am Geldautomat? Vor allem nicht ohne Kreditkarte. So, wir mischen da mal was in den Drink. Zack. Grün benutzen mit Becher. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Dann werden wir jetzt die Pillen von der Taverne benutzen. Das war ja nur so ein Antikatermittel. Das sollte bei unserem Herrn Professor nicht so wirklich viel Wirkung haben. Ich fühle mich plötzlich so... Ich verliere die Kontrolle. Okay. Das ist meine Chance. Yep. Sie fühlen sich jetzt müde, ganz müde. Sie lassen sich nun vollkommen fallen. Nun gehen Sie an den Computer. Öffnen Sie die Tür zum Lagerraum. Diese Pillen sind wirklich ein Geschenk Jupiters. Jo, dann rein da. Okay, was haben wir denn hier alles? Ein Regal mit einem Karton. Ein Karton mit leeren Red Taurus Behältern. Ein leerer Karton. Eine Gasflasche. Eine Gasflasche. Hoffentlich ist die auch dicht, sonst fliege ich noch in die Luft. Ah, ich glaube, daran konnte man diesen Ignator-Dingsbombs anschließen. Jupp, das ist korrekt. Aber ich weiß nicht mehr, was man damit getan hatte. Aber hier ist der Golddetektor. Zeug benutzen mit dem Ding. Ups. Ups. Kann man in dem Spiel sterben? Wenn ja, wäre jetzt
der richtige Zeitpunkt? Nein, in dem Spiel kann man nicht Wow. sterben. Beim nächsten Mal sollte ich etwas vorsichtiger mit dem Gas umgehen. Ups. Ah, wie sieht's jetzt da drin aus? Die neue Armanius-Kollektion. Alles noch supi. Behalten wir mal im Hinterkopf. Wir haben jetzt den Golddetektor. Dann versuchen wir den mal zu benutzen. Wir sollen ja irgendwie eine goldene Lade finden oder so, laut diesem Zettel mit der Frauenstimme. So, wir haben hier Wasser. Komm mal bitte ein bisschen vor, damit ich Nudeln mit Peperoni. So, dann benutz mal den Golddetektor mit dem Wasser. Nein, der Golddetektor schlägt bei diesem Wasser nicht aus. Gut, wir haben ja noch einen Brunnen. Der nette Herr Korruptus. Wow, der Detektor schlägt wie wild aus. Sieht so aus, als hätte ich die güldene Lade im Quell des Lebens gefunden. Sehr schön, da müssen wir nur gucken, wie wir da rankommen. Also wir können den Brunnen nur betrachten. Mist! Bei dem ganzen Wasser kann ich die Figuren nicht näher untersuchen. Ja, und ich habe auch noch so eine dunkle Erinnerung, was man da tun muss. Meine ich zumindest mal. Können wir mit dir irgendwas Neues quatschen? Ave! Was? Ach, auch Ave. Und Servus, ich habe es eilig. Wieso? Was gibt es denn so Wichtiges zu tun? Diese Akten müssen ins Museum. Was soll denn der Direktor von mir denken, wo er doch mein Vorbild ist? Ich kenne keinen Mann, der so zielstrebig und pflichtbewusst ist. Ja, da haben Sie recht. Na gut, das war nichts Neues. Naja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Wiedersehen. Ja, servus. Dann gehen wir mal nochmal mit der Archäologin quatschen. Ave, Gaius, was willst du? Ave, Dr. Corpulentus. Was ist denn das für eine Vase? Diese Vase stammt aus unseren letzten Funden. Wir sind allerdings noch nicht sicher, aus welcher Zeit sie stammt. Und, was passiert mit ihr? Erst werden wir die Herkunft bestimmen, dann werde ich sie restaurieren und danach wird sie archiviert und eventuell ausgestellt. Wenn ich jetzt wüsste, was hinter den Zeichen steht, dann wäre mir geholfen. Wäre es möglich, die Vase zu entleihen? Was willst du, Kulturbanause, denn damit? Brauchst du vielleicht noch ein Geschenk zum Muttertag? Ihr Misstrauen kränkt mich. Haben Sie denn gar kein Vertrauen zu mir? Um ehrlich zu sein, nein. Oh, ich verstehe. Dann eben nicht. Was für eine sinnlose Arbeit. Wen interessiert es schon, in welchem Zustand sich diese Vasen befinden? Ich muss doch schon sehr bitten. Wie stehen wir denn da, wenn wir hier nur Scherben in der Ausstellung haben? Wo ist schon der Unterschied zwischen alten Scherben und alten Vasen? Es ist immer derselbe Müll. Sie restaurieren Vasen? Da können Sie ja mal meiner Mutter helfen, die zerbricht ständig irgendwelche Vasen. Das hier ist doch wohl etwas vollkommen anderes. Es geht schließlich um Arbeit im Dienste der Wissenschaft. Sie haben recht. Es ist sicher ein großer Unterschied, ob eine Vase im Museum oder im Wohnzimmer Staub ansetzt. Restaurieren? Wie macht man denn so etwas? Ich benutze einen speziellen Ton, um Konturen nachzuformen und so die Vase wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Und das funktioniert? Sieh dich doch um. Hier steht kaum etwas, das ich nicht überarbeitet habe. Was für einen Ton benutzen Sie für die Restaurierung?
Es handelt sich um einen speziellen, hochreinen Ton, der die wunderbare Eigenschaft hat, gut formbar und trotzdem sehr fest zu sein. Hört sich nach einem teuren Material an. In der Tat. Deswegen kann man diesen Ton auch nicht überall bekommen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir etwas davon zu überlassen? Naja, ich weiß nicht. Ich sage nur ein Wort. Archäologenkongress. Reicht das? Gaius, du bist und bleibst eine Pest. Also gut, hier, nimm diesen Tonklumpen und dann lass mich endlich in Frieden arbeiten. Danke. Sehen Sie, mit einem bisschen guten Willen geht alles. Wir sind schon nicht ganz so nett zu Leuten. So, wir haben jetzt diesen komischen Tonklumpen. Und damit habe ich jetzt Ideen. Wobei, meine Idee ist bezüglich Brunnen, also der Brunnen, den müssen wir irgendwie stoppen. Damit wir dort gucken können. Das hat er ja gesagt, dass er so nicht gucken kann. Können wir mit dem Ton das irgendwie verstopfen? Der Tonklumpen ist zu glitschig und zu weich, um im Loch zu bleiben. Oder mit der Fahne? Da hilft mir die Fahne nicht weiter. Also ein Tonklumpen hat er zumindest reagiert, dass das zu glitschig ist. Kaugummi wird wohl zu klein sein. Der Kaugummi ist zu klein, um das Loch richtig zu verstopfen. Also brauchen wir einen unklitschigen Ton. Aber mit dem Ton habe ich noch eine andere Idee. Die Sachen hängen, die einem früher nicht eingefallen sind oder wo man ziemlich lange dran gehangen hat. Genau, und wir können das Amulett der Verschwörer können wir jetzt anklicken. Und ich meine mal, dass man da irgendwie den Ton benutzen musste. Kerl, was bildest du dir ein? Lass die Finger da weg! Was ist? Hat dich der Mut verlassen? Du hast doch noch einen Auftrag zu erledigen. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwann einen Abdruck von diesem Amulett hatte. Kerl, was bildest du dir ein? Lass die Finger da weg! Ich will doch noch gucken! Was ist? Hat dich der Mut verlassen? Nein! Du hast doch noch einen Auftrag zu erledigen. Da benutzen wir. Wo ist denn jetzt der Ankerpunkt? Da. Da passiert gar nichts. So funktioniert das nicht. Ach nee. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, es funktioniert nicht. Amulett der Verschwörer benutzen mit dem Ton. Kerl, was bildest du dir ein? Lass die Finger da weg! Ja, dann geht es, glaube ich, erst, wenn man schwören kann. Hat dich der Mut verlassen? Du hast doch noch einen Auftrag zu erledigen. Ja, ich weiß. Wir brauchen irgendwo Sprühfarbe. Wir reden mal wieder mit dem Veteran. Er hat ja ein Alkoholproblem. Ave, was gibt es denn zu feiern? Warum schüsst du mich? Ich feiere meine Rückkehr aus den Kolonien im Westen. Sie kommen tatsächlich aus den neuen Kolonien? Wie aufregend. Worauf du dich verlassen kannst, Kleiner. Direkt aus dem neuesten Feldzug des Imperiums. Wirt! Sei ruhig, du bekommst nichts mehr. Sollten Sie nicht besser eine dieser Anti-Alkohol-Pillen nehmen? Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder.
Nee, dann hatten wir das schon mit ihm. Aber diese Kolonie im Westen, das scheint Amerika zu sein, denn in den Nachrichten im Intro ging es auch weiter. Um die Bis Kolonie im Westen. Wird mehr da waren ja so Tipi-Zelte zu sehen. Also ich denke mal, Rom hat Amerika erobert. So irgendwie. Können wir mit dem Klaas irgendwas machen? Nee, das gibt's nicht als Ankerpunkt. Gib okay. Endlich Ruhe. Wirt, können wir mit dir was Neues quatschen? Tag Permanentos. Tschüss, Permanentos. Mach's gut, Gaius. Carpe diem. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hinter irgendwas eine neue Sache halt haben, ein neues Gespräch haben. Tag Permanentos. Vielleicht kann er uns Farbe leihen oder der Kioskverkäufer hat vielleicht Farbe. Was ist das für ein Amulett, das die Kerle da haben? Nee, vielleicht hat es etwas mit ihrer Bewegung zu tun. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Vielleicht ist es auch so eine Art Erkennungszeichen. Jetzt, wo du mich darauf ansprichst, habe ich das Amulett bei Obscurus auch schon gesehen. Vielleicht kann er dir helfen. Ja, vielleicht kann er uns auch mit der Farbe helfen, weil er die Prüfung hoffentlich auch gemacht hat. Tschüss, Permanentos. Mach's gut, Gaius. Carpe diem. Dann nutzen wir mal den Tag und gehen nochmal in den Kiosk. So, können wir dich um Hilfe bitten? Ave, Herr Obscurus. Ach, der junge Herr Ludus. Was kann ich denn für Sie tun? Bald werde ich auch zu dieser Organisation gehören. Ich muss nur noch die Aufnahmeprüfung bestehen. So. Na, dann hoffe ich, dass Sie es schaffen und wir bald einen neuen Bruder im Kampf für ein freies Rom. Und von Rom besetzter Gebiete. Genau. Und von Rom besetzter Gebiete begrüßen können. Jetzt, wo Sie wissen, dass Sie mir vertrauen können, könnten Sie mir nicht helfen, meine Aufnahmeprüfung in die Aktivisten für, in die AFEFRUVRBG zu bestehen? Das kommt darauf an. Was willst du denn? Farbe. Ich brauche für eine groß angelegte Aktion gegen die Unterdrückungsmaschinerie des Polizeistaates eine Farbdose. Du musst also die Wand vor der Prätorianerwache besprühen. Ja. Okay, ich werde dir helfen, auch wenn ich finde, dass es langsam Zeit wird, wirklich etwas zu bewegen. Wie dem auch sei, hier hast du eine Dose Farbe. Ist grün in Ordnung? Bestens, vielen Dank. Sehr schön, das war ja einfach. Dann müssen wir noch den Korruptus- Salve, junger Mann, Polizisten Salve. Da wegkriegen. Da hatte ich ja aufs Telefon getippt, weil man uns ja gesagt hat, dass er seine Arbeit sehr ernst nimmt und jedem Hinweis nachgeht. Habe ich da so einen Hoffnungsschimmer? So, da hinten irgendwie ging es doch zu unserer Bude. Genau. So, dann Telefon benutzen. So, vielleicht gibt es auch sowas wie eine Auskunft. Geld benutzen mit Schlitz. Die imperiale Telefongesellschaft ist stolz, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Geben Sie nun die Kommunikationsidentifikation Ihres gewünschten Dialogpartners an. Ich versuch's mal mit 9-11. Diese Nummer hat sich geändert. Bitte setzen Sie sich mit dem Auskunftsdienst der Imperialen Telefongesellschaft in Verbindung. Und wie ist der?
Also es sollte scheinbar 4 Stellen haben und dann bin ich raus. Dann ist es auch keine 112 und keine 110. Können wir vielleicht den Polizisten nach dem Notruf fragen? Herr Wachtmeister, wir hätten da eine Frage. Ave Centurio. Ave, junger Mann. Was gibt's? Ha, ja. Was machen Sie denn so den ganzen Tag? Wenn ich gerade irgendwelche subversiven Elemente dumme Sprüche an Wände schmieren, nehme ich Notrufe entgegen. Ich habe gehört, Rot sei dieses Jahr in. Werden Sie von kriminellen Anarchisten belästigt? Wollen Sie Ihre Nachbarn denunzieren? Hinterzieht Ihr Chef Steuern? Rufen Sie 112. Wir sind allzeit bereit, zu prügeln und einzuschüchtern. Also doch, können wir uns mit diesem Ordnungshüter nicht glücklich schätzen? 112, 112, okay. Hätte ich nicht gedacht. Na gut. Salve, Centurio. Salve. Bleib sauber. Dann gehen wir jetzt in die Pause und telefonieren in der nächsten Folge. Bis gleich.